würfeln und kommen nun zur Präsentation der Herrenkonkurrenz. Kontinuität ist das Stichwort dieses Herrenteams. Die beiden haben alle Turniere der Smart Beach Tour 2010 gespielt. Ihr bestes Ergebnis war Platz 7 auf Norderney und in Bonn. In der Endabrechnung reicht es für den rettenden 16. Ranglistenplatz. Herzlich willkommen zur Kür im Jahre 2010 vom SV Lindogransee. Lars Flücken und Toni Helmuth. Wer genau zuhört auf dem Center Court, der hört aber niemals den Namen Lars, sondern immer nur den Namen Lutz. Was hat es damit auf sich? Ja, der Lutz, der hat mehrere Vornamen. Darunter ist auch der schöne Name Walter, aber das weiß eigentlich keiner. Bis jetzt. Das heißt, also Lars vergessen wir ganz schnell, Lutz wird er immer genannt und die Fans können dann weiterrufen. Bleibt mal bei Lutz. Lutz ist besser. Alles klar. Also, wir wünschen euch alles Gute. Der Blogger, not in my house. Und Lars, Lutz, Walter, wir wünschen euch alles Gute bei eurer Premiere in Tempelhof. Die nächsten Jungs sind zum zweiten Mal in Folge bei den deutschen Smart Beach Volleyballmeisterschaften dabei. Letztes Jahr wurden sie sensationell Fünfte. In diesem Jahr gab es auf der Tour einen 7. Platz in Leipzig und Münster. Und auch hier im Timmendorfer Strand wollen sie erneut das ein oder andere Team ärgern. Hier sind von der TSG Schöneiche und vom GSV Idelitsch Henrik Kurin und Mike Winkler. Henry, Jonas hat es gesagt, das zweite Mal dabei. Was war das Beeindruckendste an den deutschen Meisterschaften? Was ist das, worauf ihr jetzt vorbereitet seid? Ja, wie gesagt, wurde ja schon angesagt, dass wir letztes Jahr sensationell 5. Platz geworden sind hier. Und denke mal, dass wir dieses Jahr vielleicht noch den einen oder anderen Gegner ärgern können. Und vielleicht können wir uns ja auch verbessern. Platz 5 war im letzten Jahr das beste Turnierergebnis. Ja, das ist richtig, aber genau zum richtigen Zeitpunkt die beste Leistung abgerufen. Wir werden sehen, ob es auch an diesem Wochenende klappt. Wir wünschen euch alles Gute. Und jetzt kommt ein Team, das sich erst dieses Jahr gefunden hat, dann aber durchaus erfolgreich auf der deutschen Smart Beach Tour war. Nach ein paar Startschwierigkeiten wurden sie unter anderem 2x5. Beim Supercup auf Fehmarn und auch in Bonn. Hier in Timmendorfer Strand ist es eine Premiere für die beiden vom VC Bottrop 90. Herzlich willkommen Jan Romund und Daniel Wernitz! Die Jungs sind Bundesligaspieler in der Halle. Das ist ja eine angenehme Abwechslung zum Hallenvorbereitungstraining für euch jetzt. Ja, für uns ist beide natürlich schön, dass wir jetzt erst nach Timmendorf wieder in die Halle müssen, weil Halle tut natürlich immer gerade für die Knochen deutlich mehr weh als im Sand. Das heißt, ihr habt auch noch so lange frei bekommen und könnt jetzt ganz in Ruhe mit dem Gewinn der Deutschen Meisterschaft dann in die Halle gehen. Gott sei Dank. Okay, dann genießt die letzten Stunden im Sand, dem du, Romund, Wernitz. Alles Gute. Das nächste Duo spielt seit 2009 zusammen auf der deutschen Smart Beach Tour. Meist mussten sie schon am Freitag ran, um sich in der Qualifikation ins Hauptfeld zu spielen. Das durchaus mit Erfolg. Ihr bestes gemeinsames Ergebnis war Platz 5 beim letzten Tourstopp in St. Peter-Ording. Sie sind das erste Mal dabei beim Saisonhighlight im Timmendorfer Strand. Vom TKC Vriezen und vom FD Adler Kiel. Herzlich willkommen, hier sind Dirk Böckermann und Finn Dittelbach. Guten Abend, Jungs, ein Kieler ist dabei, das heißt, da wird die ganze Familie da sein, da werden viele Fans dabei sein. Ja, kann ich schon gucken, ja. Stehen die. Alle werden die zu. Alle. Bringt doch noch rüber. Willst du noch jemanden grüßen? Ja, mein Bruder, meine beste Freundin, Chris und Gönke. Die kommen erst morgen. Ja, dann musst du laut genug sprechen, die werden es ja dann sicher hören. Ja? Also grüßt du sie dann auch mal bei der Siegerehrung, ne? Wenn er auf dem Treppchen steht. Alles Gute, den du, der Gewand, die du machst. Jetzt kommen wir zu zwei Herren, die neben dem aktiven Sport viel, viel Arbeit in Sachen Beachvolleyball investieren. Der eine ist Spielervertreter, der andere DVV Beachvolleyball-Koordinator.
Letztes Jahr wurden sie hier bei den deutschen Smart Beach Volleyball Meisterschaften Siebte. Auf der Tour gab es in 2010 zweimal Rang 4. Wir freuen uns auf die beiden vom TV Rottenburg. Hier sind Stefan Schmeckenbecher und Ray Wenning. Schmeckes, ihr seid ja schon richtige Beachvolleyball-Urgesteine. Habt ihr mal ausgerechnet, wie viele Jahre deutsche Meisterschaften ihr jetzt gemeinsam, nicht gemeinsam, aber wenn man es addiert, auf den Schultern habt? Nee, haben wir noch nicht ausgerechnet. Aber was wir ausgerechnet hatten, war gerade auf der Seebrücke beim Warten, wer eigentlich das älteste Team der Tour ist. Und da sind wir tatsächlich drauf gekommen, dass in der Summe wir beide das sind. Das sieht man euch aber nicht an. Du kannst ja nichts dafür, dass du so einen alten Partner hast, okay? Wir wünschen euch trotzdem alles Gute und dass die Knochen halten. Ray Wenning und Stefan Schmeckenbecher. Das nächste Beachteam feiert hier in Timmendorfer Strand Premiere. In 2009 hatten sie genug Punkte, aber mussten wegen einer Verletzung leider absagen. Auf der Smart Beach Tour 2010 gab es unter anderem zweimal Platz 5 und 7. Ihr Ziel ist moderat, mindestens ein Spiel gewinnen und Neunter werden. Hier sind vom TV Rottenburg und der TG 1862 Rüsselsheim Marvin Klass und Tim Wacker. Beißt man sich da doppelt in den Hintern, wenn man das hier erlebt und dass man das absagen musste 2009? Ja, es war natürlich sehr, sehr ärgerlich, aber dieses Jahr haben wir es ja souverän geschafft. Und Platz 9 ist ja ein bescheidenes Ziel. Ja, wir freuen uns erstmal hier zu sein und wollen das mit Spaß und Freude genießen. Und wenn es mehr Spiele werden, die wir gewinnen, dann umso besser. Habt ihr auch nichts dagegen. Wir wünschen euch mehr Spiele und sagen nochmal Gratulation zur Qualifikation zur Deutschen Meisterschaft. Tim Wacker und Marvin Klass. Jetzt kommen wir zu einem Duo, das sich extra für diese deutschen Meisterschaften gebildet hat. Der eine muss wegen der U23-EM auf seinen Blockpartner verzichten. Mit ihm gewann er den Auftakt der Smart Beach Tour in diesem Jahr auf der schönen Nordseeinsel Norderney. Hier beim Saisonfinale wird er also erstmalig selbst seine Blockkünste versuchen. Wir sind gespannt. Hier sind vom VC Olympia Berlin und vom FC St. Pauli Tino Backhaus und Konstantin Wull. Ease it on, mommy, if you go down, drop that gun, that is how we found. Ease it on, if you go down. Konstantin, wie muss man sich das vorstellen? Da ruft ein Tilo Backhaus an und sagt, mir ist ein Blocker verloren gegangen, hast du kleiner Lust? Ja, also man kann sich das natürlich sehr, sehr komisch vorstellen. Ich habe ihn erstmal gefragt, ob er eine Macke hat oder betrunken ist. Tatsächlich meint er das irgendwann ernst. Ja, und jetzt schauen wir mal. Also ich werde definitiv nicht blocken gehen. Ja, spielt ihr ohne Block? Nee, also ich hatte immer vor, als Blocker zu spielen. Und jetzt, wo ich mal einen Kopf größer als mein Partner bin, macht Sinn, denke ich. Okay, also wenn das das älteste Team ist, was wir gerade zur Seite geschickt haben, ihr seid sicherlich das kleinste. Aber es wird interessant zu beobachten, wer da die Blockaufgaben übernimmt. Wir wünschen euch trotzdem viel Erfolg am Netz. Ist ihre erste gemeinsame Saison. Sie waren bei allen Tourstops der Smart-Serie dabei. Platz 3, 4 und 5 waren die größten Erfolge. Für die beiden Studenten ist Timmendorf einfach Kult. Der eine stand bei den deutschen Meisterschaften 2006 mit Platz 2 schon mal auf dem Treppchen. Der andere schaffte 2008 immerhin Platz 7. Herzlich willkommen an die beiden Flohs vom THW Kiel. Hier sind Florian Huth und Florian Lüdecke. Erinnerst du dich noch oft und gerne zurück an das Finale, Flo? Natürlich, also das war 2006 meine beste Saison und natürlich immer gerne. Hast du dem Florian Lüdecke immer so ein bisschen mitgeteilt, was das für ein unglaublich klasse Gefühl ist, da im Finale wirklich dabei zu sein? Ja, der kennt es ja, der hat ja, glaube ich, zugeguckt. Er kennt das aus dem Fernsehen, okay. Doch vielleicht kann er ein bisschen mehr dazu leisten, dass er dabei ist. Wir sagen, viel Erfolg, Florian Lüdecke und Florian Lutz.